Nee. Heute nicht. Der andere macht die Sache bitte. David. Jo. Wie man sehen kann, bin ich mit Laptop und einem riesengroßen Kabelaufgebot gerade im Zug. Kann man hier schwer erkennen. Ist keine Kulisse, auch kein Greenscreen ist. Wäre auch klasse, wenn das ein Greenscreen wäre, aber nee, diese Special Effects Leistung kann ich mir nicht zuschreiben. Sorry. Ich bin wieder im Zug, zurück von der Anime-Night. Ja. Und dachte mir, ich nutze die kurze Zeit hier im Zug, wenn gerade mal nichts los ist und ich wieder mal das Update für mich selber habe. Um mir mal zu sagen, jo, geil wie immer. Also ich hatte wieder sehr viel Spaß, viele interessante Sachen zu sehen, viele Leute zu sprechen. Viel, wovon man davonlaufen könnte auch wieder mal, aber das ist privater Natur. Aber wie jedes Mal mache ich dieses Mal mache ich es nicht wie immer, obwohl ich erst meistens von meinem Regal mache. Zeige ich mal, was ich mir mitgebracht habe, weil ich habe wahrscheinlich nächste Tage nicht mehr sehr viel Zeit und ich nutze die kurzen Momente hier der Ruhe. Also ich nutze wirklich meine Zeit aus. Okay, nehmen Sie ihn. Jo, ich habe dieses Mal auch die Verantwortlichen von Anime House getroffen. Die haben mir auch gleich mal eine kleine Auswahl mitgegeben wieder. Kurumi. Ich hab davon mal was gehört, ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich muss sowieso meine ganze Kollektion immer komplettieren und da kommt mir das gerade recht. Fertig von den Box. Yep. Ansonsten war ich diesmal auch so schlau, um endlich mal einen Fächer zu holen. Hat gut Dienste geleistet, vor allem freitags und samstags. Jetzt sonntags war es leider nicht so, deswegen bin ich auch schon am Weg nach Hause. Ich habe neben dem normalen Zeitaufgebot auch, es war beschissenes Wetter. Es war kalt, es war regnerisch und es regnet noch immer. Selbst hier, nachdem ich schon wieder auf dem halben Weg nach Hause bin. Ich habe endlich auch geschafft, wieder ein paar neue Strike Witches Figuren aufzutreiben. Leider werde ich die Kollektion, die ich angefangen habe, nicht komplettieren können, da die Bausätze, die ich zuerst hatte, nicht mehr produziert werden. Was für ein Glück für mich. Auf jeden Fall habe ich mir noch eine Shirley geholt. Eine Perrine. Ich habe auch vor, mit jemandem mal zu sprechen, ob ich vielleicht das mal als Cosplay für jemanden bauen könnte. Und Elia. Naja. Ich werde versuchen, wenigstens von jedem Charakter wenigstens eine Figur zusammen zu bekommen, auch wenn es nicht an der gleichen Bauserie sind. Oh, ansonsten nur. Es wird wieder zwei Influencer-Figuren. Und. Ja. Eine Josua. Weiß nicht wieso, aber die hat mich irgendwie angesprochen. Naja. Ansonsten habe ich mich wieder, eben wie gesagt, köstlich amüsiert. Es war heiß, es war stressig, aber hey. Und ich hoffe, ich werde die nächsten Tage irgendwann noch Zeit haben, ein bisschen mal von dem Videomaterial, das ich gemacht habe, irgendwie zu schneiden und dann wieder mal was zu machen. Yeah. Ah ja, und man braucht ja was zum Kuscheln. Nächstes Jahr. Jo. Ciao, bis in die Lage mal und ich weiß, das Video wirkt etwas holprig, aber es ist hier im Zug und ich bin noch etwas. Ciao. Bevor ich dann vergesse, ja, ich habe auch dieses Mal wieder einen Gundam geholt. Diesmal den Blitz Gundam von Gundam Seed. Wieder was zu bauen, wieder was zu filmen. Man braucht ja Utensilien für seine Videos. Und der ist wenigstens etwas spektakulärer. Naja. In diesem Sinne. Ciao. Er strengt sich nicht einmal mehr an. Nee.